1111 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür, dass du meinen YouTube-Kanal abonniert hast. Mit diesem Video möchte ich mich einfach mal bei allen Leuten bedanken, die sich meine Videos anschauen, die meine Videos weiterempfehlen, auf Facebook teilen und vor allem, die meine Videos kommentieren und mir wirklich gutes Feedback geben. Ich versuche so viel wie möglich davon umzusetzen. Und ich habe bei einem Kommentar gelesen, als wir die 1111 gemeinsam gerockt haben: geil, jetzt gib dir wieder einen aus. Und als wir die 555 geknackt haben, habe ich ein paar Sachen für euch reduziert für eine kleine Marke und die rausgehauen. Das möchte ich jetzt aber anders machen. Ich habe mir überlegt, ich gebe einen aus und das sieht halt so aus. Zieht euch das mal rein. Das ist richtig viel Kamerastuff. Das bedeutet, ich habe so richtig einen ausgegeben, um diesen Kanal weiter voranzubringen. Ihr habt kommentiert, dass der Ton nicht so gut war. Finde ich ganz genauso. Einige Situationen, wo ich im Wind stand, waren echt schlecht zu hören. Und deswegen habe ich ein spezielles Mikrofon gekauft. Das ist das hier. Und das kann ich oben auf meine Kamera draufschrauben. Hier seht ihr sowas Rotes. Und das sorgt dafür, dass auch so Schläge auf die Kamera nicht zu hören sind. Das heißt, sie wird entkoppelt, die Kamera, mit das Mikrofon. Und mit diesem Mikrofon kann ich noch mit ein paar extra Zubehörteilen, die ich auch bereits habe, auch im Wind stehen, reden. Und ihr würdet mich verdammt nochmal richtig gut hören im Vergleich zu GoPro. Und natürlich haben auch einige gesagt, dass das Bild von einer GoPro nicht so schön ist und einige Aufnahmen einfach nicht möglich sind. Und dem stimme ich auch zu. Wenn ihr euch das Anton Kiteboard Video angeschaut habt, wo ich über das Free Cage spreche, das Video ist in schwarz-weiß. Und es ist in schwarz-weiß, weil die Aufnahmen in Farbe grottig ausgesehen haben und die GoPro an ihre Grenzen gestoßen ist. Und das hat mich sehr geärgert und ich bestimmte Aufnahmen in der Vergangenheit nicht realisieren konnte, weil die Kamera nicht gut genug dafür gewesen ist. Und aus diesem Grund habe ich so eine Canon 80D eingekauft. Die gibt mir alles, was ich brauche, aber die Kamera alleine funktioniert natürlich nicht ohne richtige Objektive. Ich habe hier verschiedene Objektive eingekauft, zum Beispiel auch so ein Teleobjektiv, und das alles habe ich gemacht und ihr könnt einfach sehen, dass ich mir euer Feedback und eure Kommentare zu Herzen nehme und versuche, den Kanal weiter voranzubringen. Das ist nicht alles. Ich habe auch ein paar sehr, sehr coole Kommentare in letzter Zeit zu meiner Schnitttechnik bekommen, wo ich auch sagen muss, ja, sehe ich genauso. Da sind ein paar Sachen drin, die deutlich besser noch gemacht werden können. Also habe ich mir eine neue Schnittsoftware besorgt, die ich jetzt gerade versuche, mir selbst beizubringen. Das dauert noch ein bisschen, um auch im Schnitt die Qualität nochmal zu erhöhen. Das wird alles kommen. Und noch viel mehr. Ich habe die Kernöffnungszeit vom Kiteshop reduziert, um mehr Videos machen zu können. Und zwar habe ich jetzt immer täglich von Montag bis Freitag nur noch von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Und am Mittwoch, Samstag und Sonntag werde ich versuchen, möglichst viel draußen zu sein und dort zu filmen, wenn das Wetter mitspielt. Das bedeutet aber nicht, dass ich jedes Wochenende geschlossen habe. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mindestens jeden Tag 10 Stunden hier im Laden bin, egal ob Samstag oder Sonntag ist und auch irgendwie nach 20 Uhr. Das bedeutet, ihr könnt jederzeit einfach mich anrufen oder mir eine Mail schreiben und sagen, ey, ich bin gerade am Sonntag in Cuxhaven am Kiten, würde gerne auf dem Rückweg bei dir im Shop vorbeikommen. Dann ruf an, ich bin so oder so meistens Sonntag zu bestimmten Uhrzeiten da, um Pakete zu packen und Bestellungen und E-Mails abzuwickeln. Von daher brauchst du dich nicht zu genieren, ruf mich einfach an und ich mache halt auch außerhalb von diesen Öffnungszeiten den Laden auf. In der Zeit, wo ich geschlossen habe, werde ich am Kitespot sein und ich werde versuchen, die Playlist Gone Surfing voranzubringen. Dazu muss ich an diverse Kitespots fahren, wenn Wind und gutes Wetter ist. Und nicht nur das, natürlich will ich trotzdem einen ausgeben und zwar nicht, indem ich irgendwelche Sachen reduziere, sondern ich verschenke jetzt einfach mal was. Und ich glaube, was echt sinnvoll ist, ist einfach mal ein so ein Buch zu verschenken und das mache ich über Facebook. Jeder, der mir auf Facebook folgt, der wird jetzt in den nächsten Stunden einfach ein Bild finden auf meiner Facebook-Seite und einfach mal kommentieren, warum ich ausgerechnet dir dieses Buch schenken sollte. Und ich werde halt unter allen Kommentaren einfach mal auslosen, wer dieses Buch bekommt. In diesem Sinne,
freue ich mich mit euch zusammen die nächsten 2222 Abonnenten zu knacken. Es ist soweit, das Kiteboard ist schon lange fertig, bin aber nie dazu gekommen, das Kiteboard mal zu wachsen und dann waren auch nie die richtigen Windbedingungen, deswegen war es nicht so schlimm. Aber so wie es aussieht, sieht der Wind im Moment sehr gut aus, also muss es jetzt gewachst werden. Grundsätzlich zum Thema Surfboard wachsen oder Directional Kiteboard wachsen. Es gibt ganz viele Methoden, wie ihr das machen könnt. Und ich glaube, da schwört jeder irgendwie auf was anderes. Und ihr müsst einfach mal selbst ausprobieren, was für euch am besten funktioniert. Im Endeffekt, denke ich, sollten wir aus dem Ganzen jetzt nicht so die Mega-Wissenschaft machen. Wir tragen einfach nur Wachs auf. Wenn es nicht ausreicht, wenn es nicht gut ist, könnt ihr es wieder abtragen und wieder neu auftragen. Und habt dadurch jetzt nicht viel Zeit verloren, weil das Ganze dauert nur ein paar Minuten. Grundsätzlich ist, was ihr aber auf jeden Fall berücksichtigen solltet, macht es nicht in der Sonne, sondern geht in Schatten und macht es nicht direkt am Strand, weil wenn irgendwo Sand ist und die Oberfläche schmutzig ist, dann massiert ihr den ganzen Sand in das Wachs mit ein und dann klebt das nicht mehr so gut und funktioniert einfach nicht so, wie es sollte. Okay, es gibt verschiedene Techniken. Wir haben hier jetzt einmal das Wachs, was ich selber gemacht habe. Grundsätzlich gibt es immer einen Base-Coat und einen Top-Coat. Das bedeutet, dass man zwei verschiedene Temperaturen an Wachsen miteinander kombiniert. Das geht nicht bei dem, was ich gemacht habe, weil mein Wachs selbst gemacht ist und ich selbst einfach mal gucken muss, wie diese Zusammensetzung, die ich gewählt habe aus Harz und Bienenwachs im Verhältnis, wie die aktuell bei dieser Temperatur funktioniert. Kann auch sein, dass sie bei den kalten Temperaturen nicht so gut funktioniert. Wir werden es einfach mal sehen. Okay, also es gibt verschiedene Techniken. Es gibt Leute, die fangen an, indem sie einfach von hier die ganze Zeit so in diese Richtung runtergehen. Danach machen die es einmal nochmal mit dieser Bewegung und dann machen die nochmal solche Ritze rüber im Prinzip. Ziel von dem Ganzen ist, überall solche kleinen Bubbles, solche Bumps hinzubekommen. Das sind solche kleinen Kügelchen quasi aus Wachs. Achtet dabei auch, dass ihr nicht zu weit über diese Rails hier rüber geht, weil die immer im Wasser eintauchen und ihr steht mit euren Füßen nicht hier direkt auf der Kante, deswegen muss da kein Wachs sein. Dann gibt es einige, die tragen das halt in Kreisbewegung auf und dann gehen die danach wieder mit so rüber mit solchen X'en. Ich werde Folgendes machen, ich habe mich dazu entschieden, solche X'e rüber zu machen, also ich werde jetzt einmal jetzt einfach mal eine Fläche definieren und zwar einfach mal von hier bis hier. Weiter vorne werde ich definitiv nicht stehen wahrscheinlich, also kann ich mir nicht vorstellen. So, und jetzt gehe ich einfach mal so hier rüber. So, und jetzt das gleiche über Kreuz nochmal zurück. So sieht das jetzt aus. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich komme jetzt mal ein Stück näher. Ich habe überall, könnt ihr es erkennen? Jetzt könnt ihr es erkennen. Gut, ne? Da sind überall solche kleinen X'e drauf. Geil, geil, wie die Oberfläche glänzt, oder? Ich finde da echt, oh, ich bin da total, schaut euch das an. Ich liebe das ja, ne? So, jetzt könnt ihr es ja so ein bisschen erkennen, dass ich überall solche Kreuze drauf habe. Okay, so, das reicht jetzt noch nicht aus. Ich merke schon, wenn ich mit der Hand rübergehe, dass da ein bisschen was ist, aber das reicht definitiv nicht aus. Also werde ich jetzt anfangen, in Kreisbewegung noch mehr Wachs aufzutragen. So, und das X ist weg. Fertig ist das Ganze. So, wir halten das jetzt mal ins Licht halbwegs hinein. Jetzt könnt ihr es erkennen. Schaut mal. Man kann diese Kreuze noch ganz leicht drauf erkennen. War klar, dass es nicht mehr sichtbar ist. Jetzt ist aber auf der ganzen Oberfläche, ich muss noch Luft holen. Jetzt ist auf der ganzen Oberfläche zu erkennen, dass ich überall Wachs aufgetragen habe. So seht ihr es wahrscheinlich recht gut. Ja, nochmal die schöne Rückseite. Geil. Okay.